Vormarsch auf Tournee. In Schützenketten geht es durch das Gelände. Der Feind hat sich zurückgezogen. Jeder Augenblick kann jedoch neuen, überraschenden Widerstand bringen. Der Vortrupp muss stets abwehrbereit sein. Ein Maschinengewehr sichert den Übergang über einen behelfsmäßigen Steg, der mit Hilfe von Floßsäcken errichtet wurde. Durch die Straßen der Vorstadt tasten sich unsere Infanteristen langsam vor. Aus den Häusern schießt der Feind. In einer engen Nebengasse sammelt sich der Stoßtrupp. Der Stoßtruppführer, ein Unteroffizier, bleibt trotz seiner Verwundung an der Spitze seiner Männer und führt von hier aus weiter. Ein verwundeter Kamerad wird durch das wütende MG-Feuer des Feindes zurückgebracht. Straße um Straße muss erkämpft werden. Das ist Tournee. Gradschützen stoßen in das Innere der brennenden Stadt vor. Nach schweren Kämpfen ist auch Tournee in deutscher Hand. Überall die Spuren des geschlagenen Feindes, der auf seiner Flucht furchtbare Zerstörungen anrichtete. Das deutsche Volk dankt es dem Führer, dass der Feind dieses von ihm geplante und von langer Hand vorbereitete Vernichtungswerk nicht in unsere deutsche Heimat tragen konnte. Unter dem Eindruck der deutschen Waffenwirkung und angesichts der furchtbaren Zerstörungen, die die sinnlose Widerstandsparole einer verantwortungslosen belgischen Regierung über sein Land heraufbeschwor, erklärte der König der Belgier die Kapitulation seiner Armee. Er bewahrte damit sein Volk und sein Land vor der völligen Vernichtung, während die sogenannte belgische Regierung es vorzog, feige nach Paris zu fliehen, um von dort aus die belgische Bevölkerung zur Fortsetzung des Krieges aufzufordern. Ein Wagen mit deutschen Parlamentären begibt sich hier, wie auch an vielen anderen Punkten der Front, hinter die belgische Linie, um die Entwaffnung der belgischen Armee einzuleiten. Ein belgischer Parlamentär erwartet eine deutsche Abordnung und geleitet sie weiter ins Hinterland. Besprechung vor dem belgischen Hauptquartier. Die Entwaffnung in Brügge.
Regimenter werden nach ihrer Entwaffnung gesammelt. Der Führer ordnete an, dass ihnen gegenüber jene Einstellung gewahrt wird, auf die tapfer kämpfende Soldaten Anspruch erheben können. Damit fand auch die Haltung des belgischen Königs, der bei seinen Truppen blieb, und die korrekte Einstellung der belgischen Bevölkerung unseren Feldgrauen gegenüber ihre Anerkennung. Überall leisten unsere Sanitätssoldaten deutschen und belgischen Verwundeten erste Hilfe, erste Verpflegung in der Gefangenschaft. Die belgische Armee, die über 650.000 Mann verfügte, war auf das Modernste ausgerüstet und geschult. Ihre Niederwerfung innerhalb von nur 18 Tagen ist ein Beweis für die Genialität der deutschen militärischen Führung, für die Tapferkeit der deutschen Truppen und für die Durchschlagskraft der deutschen Waffen. Diese Männer sind guter Dinge, sie haben sich wacker geschlagen. Nun ist der Krieg für sie zu Ende. Sie folgen einem Befehl ihres Königs, der in allerletzter Minute das Wohl seines Volkes über die verbrecherischen Ziele der plutokratischen Kriegseinpeitscher stellte. Mit den Gefangenen kehrt auch die belgische Zivilbevölkerung in ihre Heimatorte zurück. Diese bedauernswerten Menschen wurden von der französischen Heeresleitung hinter der Front Tag und Nacht hin und her gejagt. Nirgends gab es einen Halt und nirgends eine Hilfe. Der deutsche Soldat nimmt sich dieser Flüchtlinge nach besten Kräften und in fürsorglichster Weise an. Diese endlosen Elendszüge sind eine furchtbare Anklage gegen jene heuchlerischen Kriegshetzer, die nicht müde werden zu betonen, dass sie diesen Krieg im Interesse und für die Wohlfahrt gerade dieser kleinen Nationen führen. Endlich am Ziel. Aus einer Feldküche erhalten die Heimgekehrten seit vielen Tagen das erste warme Essen. Auch hier ist die Verbindung unserer Truppen mit der belgischen Bevölkerung sehr schnell hergestellt. Der deutsche Vormarsch nähert sich immer mehr der Kanalküste. Das war Ostende. Die Engländer schossen mit ihren Schiffsgeschützen wahllos in diese belgische Stadt hinein und überließen den deutschen Truppen nur noch Trümmerhaufen.